So. Sack durchsuchen. Ja, nehmen wir mal mit. So, was hatten wir jetzt hier noch? Die Schuhe. 100 Griffe versuchen 3 mehr Schaden. Leben regeneriert 6 Punkte schneller. Ja, die rüsten wir doch glatt aus. Rüstung 9. Sogar noch besser als die alten. Und 3% mehr Schaden auf mein Schwertchen hier. Das ist okay, denke ich. So. Was futtern hier? Können wir noch essen. Irgendwas Billiges. Da, aber mal so ein Stückel Fleisch. Hier hat er noch diese Höhle drüben, die wir uns anschauen wollten. Dann das machen wir jetzt mal. So, keine bösen Killerfische unter Wasser. Nachschimmernde Mine. Ja, dann gehen wir da mal rein. Schauen uns da mal um. Was es da so gibt. Oh Gott. Da war gleich der Höhlentroll, der uns direkt entdeckt hat, was ein bisschen blöd ist. Drachen, cool. Was? Oh Gott, er ist da rausgekommen. Oh, okay. What the fuck? Schlammmunz hat er uns nicht verfolgt, aber der hier hat sich gedacht, oh, go fuck yourself. Ja, das brauchen wir nicht, das können wir hier mal laden, schnell speichern. Gut. Okay, wir versuchen es jetzt nochmal, und zwar indem wir uns dort reinschleichen. Damit meine ich hier den hier machen. Und hoffen, dass der uns nicht direkt entdeckt. Ansonsten wird das schwierig, weil die Trolle echt im Nahkampf. Der tut dann einfach direkt entdecken. Oh fuck. Jetzt muss ich ihn töten. Nein, da ist noch einer. Go fuck yourself. Ernsthaft? Ernsthaft? Kann ich hier mindestens noch in Ruhe einen Eintopf essen? So, sorry für die kurze Unterbrechung. Okay, hier können wir zumindest was essen. Der hat es noch nicht gesehen, okay. Also wir werden uns jetzt hier den Langbogen nehmen. Einmal kurz speichern. Wir hoffen, dass das kein Fehler war. Und einmal hier. Nice. So. Das lief doch mal ganz gut.
zwei Trolle besiegt. Oh, Ausdauertrank. Krakelige Notiz. Ich habe euch armen Jungs aus der Mine eine kleine Verstärkung dagelassen, falls die Nächte mal wieder rau und lang werden sollten. Teilt sie euch gut ein. Mehl, Kartoffel. Oh, Truhe. Ah, Magie erfüllte Robe, Einzelteile. Zwei Laternen auch mitgenommen, egal. So. Nicht, dass hier nicht noch mehr solche Trolle rumringen, aber. Also wir werden wahrscheinlich doch irgendwie ein bisschen eine Mischung aus Bogen und Nahkampf machen müssen. Zumindest bis man da noch an die Gegner rankommt, was jetzt gerade noch irgendwie hammer gar nicht klappt. Mal schauen. So. Mal schauen, was wir hier oben noch entdecken. Geht's weiter rein. So. Erntenhängemoos. Kiste durchsuchen. Was haben wir denn da? Durch der Verzweiflung. Griff des Rattenfingers. Alter, gehen wir hier ab, ey. Geiler Scheiß, ey. Block 4 Mischer mit einem Schild. Ja, das können wir auch machen. Setbonus 1 in Zauberer getragen. Oh, da müssen wir gleich mal schauen, was das jetzt für ein guter Setbonus ist. Und wir hatten noch einen Dolch der Verzweiflung. Da. Kritische Trefferchance 5% erhöht. Hat halt Aufladungen. Kann man mal zu den Favoriten hinzufügen. Und wir wollten uns jetzt noch den Set-Boni anschauen. Ausdauer generiert 10% schneller Block, 4% mehr Schaden mit einem Schild. Achso, das sind die, genau. Rattenfinger Set-Bonus 1, das ist dann das hier, oder? Ah, festigt eure Lebensenergie um 0 Punkte. Nice. Cool. Vielleicht finden wir noch mehr von dem Set. Die Rüstung fehlt da noch. Da haben wir wieder einen Troll. Schauen wir, ob wir den auch so schön. Ah, ne, warte, wir müssen nochmal. Genau. Unsere Crit-Chance da noch natürlich wieder hochziehen. Nice. Sehr schön. Da sind aber riesige Knochen. Ich will gar nicht wissen, was die da. Ist das Öl hier? Ja, das ist Öl. So wie es aussieht. Hätte ich doch einfach Feuer reinhauen können. Aber gut. Nachher ist man immer, schlauer. So, dann schauen wir mal hier weiter. Was haben wir hier Schönes? Hier noch mehr Trolle. Quarz, Eisen. Nehmen wir alles mal mit. Wenn man noch genug Traglast, oder ja. Oh. Ein Groschen. Nice. So. Ich muss jetzt irgendwie an den Anfang von Nerim denken, wo man auch in so einer Höhle mit lauter Trollen ist. Und dann vor diesem einen großen schwarzen Troll wegrennen muss. Was ziemlich cool gemacht war. Und wollte da, hatte wirklich das Bedürfnis, die Beine in die Hand zu nehmen und wegzurennen vor dem. Das muss man erstmal schaffen als Entwickler. So. Wir gehen hier weiter.
durch diese düstere Höhle. Haben mittlerweile, glaube ich, mehr Schlammwochen als alles andere im Inventar. Hier nur, so, wir sind einmal hoch. Da ist noch was zum Runterlassen. Okay. Schauen wir mal weiter, was wir noch so finden. Oh fuck. Oh fuck, erstmal muss ich hier noch. Aber wir machen jetzt, glaube ich, eh. Schön. Dem haben wir es gegeben. Oh, da vorne sieht es wieder aus, als würden wir da wieder Arkanistenfieber kriegen. Bärrobe. Mana, okay, ist auch 50 wert. Beschwere ich mich nicht, Spitzhacke haben wir schon genug. Sack durchsuchen. Weizen. Ach. Ich kann langsam keine Schlammmocheln mehr sehen. So, gehen wir mal weiter und schauen uns mal da oben. Kein Arkanistenfieber? Okay. Können wir nichts abbauen oder so. Vorne geht es irgendwo raus. Hier ist wieder irgendein Troll. Dem Verborgenen heraus. Sieht das Ganze schon relativ gut jetzt. Wir müssen noch schaffen, dass wir mit den Dolchen hinkriegen. Haha. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Geldbeutel. Noch eine Truhe? Ja. Eisenerz und Groschen. Nehmen wir alles mit. Und gehen weiter. Ist der Einland aus toter Schürfer. Ja. Bei mir ist hier auch nicht, oder wie? Hm, okay. Schade, ich dachte, da wäre noch irgendwas Cooles. Da vorne ist ein Ausgang. Das ist, glaube ich, nicht der, aus dem wir rein sind. Mal schauen wir mal, was es da so gibt. In dem anderen Ausgang. So, raus, raus aus der Mine. Bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. So, wo sind wir jetzt hier? Okay, wir sind da hinten bei der Ruine, da war der Hof. Wir sind da irgendwo rein und sind jetzt hier wieder raus. Schimmernde Mine. Ja, gut. So. Lutschen hier.
Oh. Ist die Gesteinformation da vorne. Alter, verloren. Kreis entdeckt. Oh Gott. Alter, hauen die rein, ey. Laufen die von mir davon? Oh Gott, noch einer von denen. Oh Gott. Oh Gott. Ah, fuck, ey. Komm, wie viele sind es denn? An diese schönen leuchtende helle Pflanze, die man da gesehen hat. Die macht auch so ein schönes Geräusch hier. Ja. Komm schon. So. Da oben. Ah, oh Gott, das sieht aus, genau, das ist ein Skyrim. Würrenwurz. Fuck, jetzt habe ich das vergessen. Und jetzt den Langbogen. Ach, das ist schon entdeckt, oder wie? Oh komm, ey. Ich hasse Skelette. Wieso sind auch die Eier? So. Oh. Ich treffe hier nichts. Alter, ich sehe meine Leben nicht mehr, ey. Das geht mir schon wieder ab, ey. Das ist einfach ausgewichen, ey. Na, komm schon. Ist noch einer. Vier waren es insgesamt. Da hinten. Na komm schon. Du kriegst keine Hilfe mehr, du bist der Letzte. So. Holy shit, ey. Alles für einen Geldbeutel oder was? Für 6 fucking Münzen. Und einen Schädel.
Ah, Lehrlingsbuch parieren. Okay, ja doch, das kann man. War dann schon irgendwie okay. Mora Tapinella. Ich wieder irgendwie so ein Gesicht. Hm. So. Dann haben wir das auch. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Skelette liegen. Ah, hier haben wir noch eine Eisenkranke. Nice. Und Malfas Blüte. Ah. Korundu. Korundu-Merz. Packen wir natürlich ab. Nice. Nice, nice. So, dann müssen wir noch was futtern hier. Da, schönes knuspriges Brot. War das die, wo ich schon mit denen gekämpft hatte? Stimmt, ich bin ja da vorne, ich war ja schon so gesehen weiter. Bin ja zum alten Hof gegangen. Ah ja, da links ging es zum Hof, da oben war das Lager. Kommt aber alles bekannt vor. Hier ist noch ein kleiner Bach. Gibt es hier noch irgendwas Cooles? Stopp, Rabe! Ah, mal wieder ein Skelett. Rolle der Seelenfalle. Seelenstein. Alte Robe, die wollen wir nicht. Mana-Pilz ernten. Jetzt finden wir lauter Mana-Pilze, wo wir die Quest nicht mehr haben. Na toll. Egal. So, weiter Richtung Stadt. Wie viele Folgen bin ich jetzt schon auf dem Weg zur Stadt? Ich habe die Übersicht verloren. Ah, Flussheim. Vielleicht kommen wir da jetzt ja mal an. Mana-Pilz. Mana-Pilz. Hallo Wolf. Fuchs. Super. Wird's hier. Und dann ein paar Muscheln. Nice. Mana-Pilze. Auch mitnehmen. Bin ich jetzt noch Infight wegen dem Fuchs da oder was? Jetzt laufe ich so einen dummen Fuchs hinterher oder was? Ach Gott. Tod zu Mania. So. Ja, die Flusskrabbe soll da weiter abspacken. Irgendwann müssen wir mal in Flussheim sein. Hasenpfote, mit Glück. Ah, da ist wieder so ein Virenkraut oder wie es hieß. Virenwurz. So.
Da habe ich jetzt da keinen Stolenhetzbonus gekriegt. Der war doch noch auf dem. Ah. Blöden Viecher hier, ey. Oh, nice. Ein Schmetterling. Also so gut kann das doch gar nicht sein, um ein neues Leben anzufangen, wie Sirius gesagt. Hier sind überall Straßenräuber, alles will einen umbringen, Wildmagier. Also irgendwie habe ich mir das freundlicher vorgestellt, so wie er das beschrieben hatte. Ein paar Schmetterlinge mitnehmen. Hm. Platz haben wir noch, ja. So. Was haben wir denn da vorne? Oh, ein alter Stollen. Ah, da kann man runtergehen. Ich würde jetzt, glaube ich, ehrlich gesagt lieber langsam mal zur Stadt kommen. Jetzt dieses nächste Ding zu entdecken. Und wir haben den jetzt auf der Karte vermerkt, hier den alten Stollen. Da können wir dann bei Gelegenheit nochmal vorbeischauen. Demnächst aber. Ach, scheiß drauf, oder? Na. Erstmal jetzt einmal zur Stadt kommen. Sonst komme ich da nie an, wenn ich hier alles erkunde währenddessen. Schmetterlinge mitnehmen. Also eigentlich ihre Flügel, nur wir bringen sie ja um. Mana-Pilz. Oh, Häuser. Zivilisation. Unfassbar. Dass wir da nochmal ankommen. Stimmen. Menschen. Hallo Kind. Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Zieh Leine, Kleine. Naja, ich hab was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großen und Starken. Oh, bin also groß und stark. Also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Was ist denn damit? Das zeige ich dir gleich, aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Na schon. Und warum fragst du dafür nicht deinen, ich weiß nicht, deinen Vater, deine Geschwister? Ich könnte gefährlich sein. Gefährlich? Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten. Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen. Sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Okay, okay, na schön. Ich helfe dir mit diesem Geheimnis. Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm mit. Geheimnis aus der Büchse. Sillas Geheimnis nachgehen. Flussheim, Mareks Hof. So viele Leute, so viele Dialoge erwarten auf mich, denke ich mal. So. Ich soll die Kiste da aufmachen für ihn, oder wie? Sodala, schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Eine Kiste, ja. Toll, oder? Eine Büchse? Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Okay. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen. Und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Der Spitzbartmann? Was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Janka, meinst du, schuldet dein Vater diesem Janka Geld? Ich glaub schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd.
Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Ja, na gut, lass mich mal versuchen. Klar. Alte Notiz. Da sind... Ach nee, was soll das denn? Was ist los? Das sind keine Groschen. Das sind irgendwelche komischen Teile. Und ein Stück Papier. Ich hab das Papier schon rausgelootet. Alte Notiz lesen. Okay. Objekte. Bücher, Schriftrollen. Alte Notiz. Erhaben, stolz und voller Kraft. So weit weilt er für den Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not auf unserem Pfad bis in den Tod. Okay. Und? Hast du was? Sieht nach einer Art Gedicht aus, ich weiß nicht. Ein Gedicht? Was, wenn das ein... Wie heißt das, ein Rätsel ist? Lies mal vor, was steht da genau? Erste Strophe vorlesen. Segen in der Not. Das... Ach, Menno. Wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. So, den Ort im Gedicht beschriebenen Ort finden. So, ich beende jetzt aber mal meine Aufnahmereihe hier gerade mal. Das ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Wir sind auf dem Weg, immer hier im Dorf anzukommen, wenn es ein bisschen erkundet. Jetzt werden wir wahrscheinlich mal ein paar Gespräche machen, ein bisschen. Ja, schauen, was sich hier so zu entdecken gibt. Das war's dann erstmal. Wie immer, hinterlasst gerne Kommentare mit Anregungen oder Wünschen. Oder auch Feedback in den Kommentaren, da freue ich mich drüber. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.